Okay, also ich habe Potions. Was wollte ich denn jetzt noch? Ja, Mahlzeit. Ich habe einen Pilz gegessen. mir wird's zwar anders. Okay, was will ich denn jetzt? Brauchen wir noch irgendwas? Nö, eigentlich brauchen wir jetzt nichts mehr. Okay. Oder? Healing Potions. Ich habe dieses Ding dabei, dieses Schwert. Dieses Schwert. Ja, also ich habe ein Schwert dabei. Okay. Guck, da. Ja, ja, ich sehe es, ja. Okay, pass auf, dann mache ich mir jetzt noch hier aus Hello Bars den Hello Repeater. Den gibt es nämlich auch ohne hässliche Dinger. Souls dazu. Mhm. Das finde ich jetzt echt mies, dass man für die Pickaxe, für die Hello Pickaxe, irgendwie Souls braucht. Das finde ich frech. Naja, um es ein bisschen komplizierter zu machen. Haben wir denn jetzt alle Schlüssel dabei, die wir brauchen? Nee, wir haben gar keinen Schlüssel. Nee, für die Schlüssel brauchen wir die Souls of Fright und die Souls of Fright brauchen wir, die kriegen wir vom Skeleton Prime und für den brauchen wir ja die Bones und so weiter. Du verstehst die. Albtraum. Okay. Ich bin verwirrt, ich muss mich konzentrieren jetzt, Moment. Dreh du mal, ich muss denken. Was soll ich denn sagen? Ach, Schnauze jetzt. Nee, Spaß. Ach so, ich könnte mal mit der Fay reden. Aber die scheint dich viel cooler zu finden. Die Fay? Ah nee, jetzt findet sie mich wieder cooler. Guck mal, sie redet mit mir. Ja, was sagt sie? Ach, die flüstert mir was ins Ohr, das kann ich hier aber nicht sagen. Das ist zu versaut, Käse. Oh, die alte Sau. Ja. Okay. So Weiberkram halt irgendwie. Weiber. Ja. Ich wollte zum Goblin, mein Gott. Nigurk. Wie ging das? Bück dich, Fey. Wunsch ist Wunsch, oder? Nee, ach, Fee war es. Bück dich, Fee. Nicht Fey. Awkward. Powerful, ruthless. Staunch, siehst du es eigentlich auch? Nee. Nee. Agile, intimidating. Demonic war ziemlich gut, glaube ich. Demonic. Quick. Nee. Murderous. Lethargisch, nee, lethargisch klingt nicht gut. Zealous, staunch, demonic, unpleasant, hurtful, keen. Ah, deadly, jetzt habe ich schon weggeklickt, gell? Scheiße. Jetzt bist du, vergibst unser ganzes Geld aus. Ja, ist doch scheißegal, wir haben Geld wie Heu. Okay. Awkward, rapid, intimidating, awful, slow, murderous, unreal, hello. Willkommen, unreal, hallowed repeater. Okay. Gut. Was hat er für Stats? Unreal hat plus 14 Damage, plus 11 Speed, plus 5 Crit, plus 10 Velocity, plus 15 Knockback. Und was macht er für einen Schaden? 49 Range. Okay, verstehe. Was hast du? Hast du irgendeinen Flitzebogen? Nö, ich habe die Discs. Achso, ja, die Discs, ja, die machen 39. Und außerdem habe ich hier meinen. Ja, ja, du hast da. Ja, ja, klar, du hast einen geilen Hobel hast du da. Aber hallo. Damit machst du ordentlich Eindruck auf dem Parkplatz bei der Tanke. Okay. Okay. Ja, dann fahren wir mal in die Tanke, oder, Käse? Ja, schon. Da hängen wir mal die halbe Nacht rum und dann... Ja, fahren wir zu McDonald's dann. Ja. Okay. Ach ja, gell, immer schön. Gut, okay, ich packe noch meine 68 Gold und dann auf geht's, ja? Ja. Bett habe ich dabei, ein bisschen Dirt habe ich dabei, eine Workbench und einen Kürbiskuchen. Gut. Sehr schön, Käse. Alles klar, gut. Dann fliegen wir da mal hin. Okay. Gut. Auf geht's. Oh, hier oben ist ja noch unsere Plattform. Weißt du noch, damals? Ja. Ich weiß noch. Huch. Da geht's runter, Vorsicht. Vorsicht, da geht's hinunter, oh Timsche. Ich muss mal ein bisschen meine Flügel flattern. Oh, flatter, flatter, flatter. Wie? Oh, da war irgendwo ein Floating Island, hast du gesehen? Oh ja, da. Hallo? Willst du gucken gehen? Ja, auf jeden Fall, oder? Hätte ich ein bisschen schneller reagiert. Shit. Nee, ich komme nicht hoch und es ist saudunkel hier. Ach, hier, guck mal hier. Hier unten. Was wir hier haben. Hier ist so ein Erdpfeil. Und weißt du, warum der da ist? Weil wir den damals da platziert haben. Oh Mann, wir sind so klug. Machst du mir ein bisschen. Was? Uns hier. Ach, jetzt hör doch mal auf, ihr blödes Gesocks, ihr Elenders. Man kann auch nie die Ruhe haben vor euch, gell? Zum Glück haben wir Pygmies, die euch ordentlich auf die Mütze hauen. Naja, aber dieses Teil hier, das macht auch einen ordentlichen Wumms auf jeden Fall. Welches Teil? Naja, mein komischer Legendary True Excalibur halt. Ja, ja, klar, das haut ja ordentlich... Ah ja, da sind wir. Hallöchen, Popöchen.
Oh, das sieht aus wie eine Wolke irgendwie, oder? Ja, das ist doch auch Wolke. Aha. Das ist doch echte Wolke, Mensch. Weißt du nicht mehr? Ah jo, das regnet dann, ne? Ja, ja, genau, die kann man sogar regnen lassen. Oh ja, und diese coolen Blöcke irgendwie. Es war doch, wir haben doch... Oh, das Timsche, guck rein. Oh, oh, Achtung, oh, oh, ich mach und, die Kiste auf. Eins. Yep. Und, was ist da so drin? Das Star Fury, wie immer. Wie immer ein Star Fury, hä? Was? Der ist auch jedes Mal drin. Naja, nix Geiles eigentlich. Nö. Schade auch. Naja, so. Gut. Können wir hier die Sunplate-Blöcke und so ein bisschen Licht, sehr gut. Voll dunkel. Ja, ein bisschen Licht ist hilfreich. Okay, eigentlich wollten wir... Naja, macht ja nichts, gell? Discwall. Haha, cool. Okay, reißen wir den ganzen Scheiß hier mal weg. Diesen ganzen Rotz. Ja. Der kotzt mich an hier. Ich schau, wie der hier in der Luft rumsteht. Ich krieg eine Wut. Ich krieg total die Aggression. Aber trotzdem müssen wir alles looten für die schöne Kiste. Ne, die Kisten sind einfach hübsch, oder? Ich finde diese Skyward Chests, die sind cool. Findest du ja, den auch? Ja, ja, na ja. Ich würde es noch als geht so bezeichnen. Ernsthaft? Ja, ich finde die wirklich cool. Okay. Also ich finde jetzt diese Rückwand jetzt nicht ein Traum von ein Traum in Braun irgendwie so. Aber mal was anderes einfach. Ja. Okay, ne? Hey, hey, hey. Gut, dass mein Hammer hier so ein bisschen Licht macht irgendwie beim Rumhämmern. Flinke Flinke. Hey, jetzt hör doch mal auf, hier, blöde Sau. So, immer ausfällig werden muss, gell? Ja, ja. Reiß dich mal ein bisschen am Riemen. Ja, tut mir leid. Okay. Okay. Wir haben fast alles. Das eine Ding lassen wir hier. Okay, jetzt... Was machst du? Ja, jetzt ist die Frage, bist du auf Wolke 7, Käse? Nein. Ich bin noch auf Wolke 1. Jetzt müssen wir zurück und den ganzen Scheiß abliefern. Aber war ja nicht weit, oder? Jetzt fliegen wir halt geschwind zurück. Naja, ich bin fast, also ich habe fast nichts Neues dabei. Guck mal, ich habe noch total in der Space. Ja, ja. Okay, ich bin mordsvoll mit Kram. Achso, ich habe auch die Kiste leer gemacht halt, ja. Hast nicht weggeworfen, den Scheiß? Nee. Ich sehe da oben einen kleinen Planet. Hoffentlich tut er uns nichts. Ein kleinen Planet? Nicht, dass so ein Saturn-Event oder so irgendwas passiert, weißt du? Während wir nicht da sind? Ja. Das wird dumm. Ja, irgendwie mit dem neuen Update. Also es gibt ja noch ein großes Update, haben wir ja erfahren. Vielen Dank. Das Lunar Update. Irgendwas mit Planeten und keine Ahnung was und so, mhm. Gell? Da kann man schon mal gespannt sein, kann man da, ob da noch irgendwas passiert, gell? Ja. Ach, du bist auch mitgekommen, okay. Das ja, ist jetzt soll sehr... ich da im Dunkeln rumstehen, ja, keine Ahnung, ja. Vielleicht quälst du dir da, ja. Jetzt gedacht, du fliegst irgendwie zurück. Sunplate Block, Brick Wall, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ah, okay, hier. Verplant. Da rein. Ich habe hier ein bisschen Wolke irgendwie. Wieso habe ich denn hier Wolke dabei? Sag mal. Glaswand. Okay. Und wo ist denn unser ganze Brick-Gedöns? Hier in der Wandkiste. In der Wandkiste? Zweite von links. Ah, ja. Vielen Dank, vielen Dank. Ah ja, da haben wir ja sogar Sunplate Blocks. Ja, ja, weil ich die da gerade reingetan habe. Ach so, das ist ja famos. Okay. Wo ist denn... Oh Mann, ey, dieses Kistenchaos ist schon wieder schlimm, gell? Ja. Wo ist denn jetzt die Kiste mit den Schwertern, sag mal? Ist die nebendran? Die nebendran? Die ja, nebendran? Ja, das ah, ja, das ist die goldene nebendran. Hurtful Star Fury, ja gut, aber... Pff, ja, Maike, was soll's. Ich werf da auch den komischen Granatwerfer rein. Ja, den brauchst du auch nicht. Und die Rockets... So, auch reintun, ne? Shuriken, ja. Ich hab Shuriken, Mensch, Timsche. Endlich wieder. Endlich wieder Shuriken, Gott sei Dank. Oh, wie schön. Du bist voll der Ninja. Ich bin echt ein Ninja, ja. Guck, da unten haben wir doch schon so eine schöne Skyward Chest. Und du sagst, die sei nicht schön. Soll ich irgendwie die B-Gun mal mitnehmen, Käse? Ja, klar, nimm sie mit, oder? Die ist doch super. Man weiß ja nie, für was sie gut ist. Ja, jetzt ist dann auch schon wieder Tag. Okay, jetzt nochmal hier. Jetzt habe ich natürlich meine ganzen die ganzen Potions natürlich wieder reingeschmissen. Mensch, Mensch, Mensch. Bis wir mal loskommen, gell? Es ist echt immer das Gleiche. Das so, zieht sich... Vorsicht, hier ist alles voller Bienen. Angriff der Bienen. Das verbraucht Mana, das finde ich ganz cool irgendwie. So. Mana. Mana, Mana, Mana. Mana, Mana. Ja, scheiß die Wand an, okay. Mana, Mana. Wirklich vollkommen Wurst. Okay, wo bist du? Wo bist du? Mana, ach so, da oben schon.
Mana, Mana. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Piu, 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 piu. Flieg, du kleiner Verbrecher hier. So. Ich habe immer noch diesen Heiner bei mir. Wie bist du denn denn? Ach, du hast ihn auch noch dabei. Ja, ich bin auch nicht losgeworden. Aber ich sehe ihn nicht bei dir. Komisch. Na, hast du ein Glück, dass du meine siehst? Das ist ja ein schlimmer Finger. Ah, jetzt hier sind wir im Schneebiom. Ja. War das schon immer hier? Keine Ahnung, nicht, Tim, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich erinnere mich gar nicht mehr. Schnee war. Also, pff, ja. Also für diese Moles ist natürlich ein bisschen blöd. Also ich bin zum Beispiel halt einfach mal für die Jungle Mode, halt mal eine halbe Stunde im Jungle rumgestanden und hab halt Mobs gekillt, bis ich halt mal eine bekommen hab, weil es einfach halt so ein Rare Drop ist. Mhm. Und ja. Oh Gott, was ist denn hier? Ganz dunkel schon wieder. Hier ist einfach nur ein bisschen Corruption, oh Temperature, glaube ich, oder? Ja, du hast jetzt nicht schon wieder. Also eigentlich ist ja fast, also ist ja eigentlich Tag, ne? Hui, du schießt ja wirklich wild mit Bienen um dich. Mhm. Hier ist eine Wand aus Bienen. Geil. Bienenwand, da ist ja sensationell, ey. Okay, wo bist die du? Machen nicht viel Damage, aber ich finde sie ganz cool eigentlich. Ja, ist einfach Style-Waffe auf jeden Fall, ja. Die fiesen. Hier ist noch eine Floating Island. Ja gut, da wissen wir jetzt, was da auf uns wartet. Bisschen Schund. Ich meine, ja, da sind wir einfach zu spät halt im Spiel. Da haben wir schon so viel besseren Kram. Und halt nur wegen der Kiste oder keine Ahnung was, ist jetzt auch Poop. Na, der wäre jetzt bestimmt der geilste Gegenstand aller Zeiten drin gewesen. Ja, dann gehst du gucken, ne? Nee, ich glaube. also so ein Star Fury ist da irgendwie jedes Mal drin, oder ist es Zufall, dass wir das Ding immer drin erwischen, oder? Ich habe keine Ahnung. Aber also ich glaube, beim letzten oder vorletzten Mal... Die Bäume sehen ganz cool aus eigentlich. Ja, die sind ein bisschen hübscher wie vorher, ja. Mhm. Aber beim vorletzten Mal war da ja auch so Star Furies drin. Wir sind hier schon, Käse. Ah ja, weiter. Wir sind hier schon, okay, cool. Da ist wieder der alte Kerl und da liegt auch ein Skelettkopf irgendwie rum. Vielleicht können wir den jetzt auch einfach fragen. Hola. Joink. Come back at night, sagt er. Und der spawnt uns dann direkt auch den Skeleton Prime. Das könnte auch sein. Könnte auch sein, oh Timsche. Ja, oder der spawnt jetzt direkt und wir sind dann sofort tot. Nee, nee. Ach so, doch, natürlich. Ich glaube, das ist... Ach Mensch, ich bin doch auch ein Nasenbär. Ich glaube, das ist halt wirklich so... Das ist, ist wie im... Wie vor dem Hard Mode, dass du, jetzt kommt's. Erst den Skeleton Prime besiegen musst, weil du sonst, wenn du ins Dungeon gehst, automatisch irgendwann stirbst. So ist es doch gewesen, halt, nicht wahr? So war das doch. Ich meine schon. Ich meine auch. Okay, coole Sache. Weißt du, was ich gemacht habe, Käse? Du bohrst ein Loch oben rein, ja? Meinst du, merkt es nicht? Der alte Trottel. Na, aber jetzt können wir hier einen Boden reinziehen, weißt du? Und dann können wir da unsere Betten platzieren. Verstehst du, Käse, wie ich meine? Ja, ich weiß, wie du meinst, ja. Okay, das mache ich. Habe ich verstanden, ja. Hast du zufällig Stein dabei, damit wir einen Steinfußboden ganz stylisch reinbauen können? Nee, ich habe überhaupt nicht viel dabei. Ich habe ein bisschen Ton dabei. da war gerade ein... Oh, krass, da war ein Dingsspeer. Ein Goblin-Speer. Ist das gut oder schlecht? Naja, wenn der durchkommt, dann kommt da die Goblin Army. Aber im Ach, nur wenn der durchkommt? Ich glaube, das war so, ja. Dass die Goblin Army nur dann kommt, wenn der Speer durchkommt, ja. Ich meine, es war so. Das wusste ich gar nicht. Also, das ist jetzt wie üblich, das gute alte Terraria-Halbwissen. Aber ich glaube, es war so, ja. Okay. Wobei, ja, also ich meine, die Goblin-Armee, die ist jetzt halt ein bisschen lame. Dafür gibt es ja halt dann jetzt die Piraten halt, ne? Die Piraten sind dafür witzig, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Die machen mir da ordentlich Druck. Aber ordentlich Druck machen die. Okay, ich schaffe uns hier mal ein bisschen... Was machst du? Achso, du baust da oben ein bisschen ab? Ja. Okay, ich schaffe uns hier mal ein bisschen Fläche für den guten alten Knochenmann, der uns hier dann bald beglücken wird. Aber dass das hier dass das hier stylisch aussieht, will ich das. Und das will ich auf jeden Fall. Ja, ja, schon, ja. Bisschen muss sein. Ja, wir haben auch jetzt noch, ist ja, ne? Sind wir jetzt vielleicht 11 Uhr oder so? Wir haben noch ordentlich bisschen Zeit. Bevor ja, es Nacht wird. Das passt schon. Genau. Okay, ja, bin ich mal gespannt, wie wir uns da schlagen.
ob der, ne, eigentlich dürfte er jetzt auch nicht mehr so ein Problem sein. Jetzt, wo wir Platera gut besiegt haben, dürfte er eigentlich auch ganz gut zu machen sein, doch. Bin ich mir recht sicher. Du hast nicht zufällig eine, Tim schweigt. Ja, ich bin hochkonzentriert. Da sage ich nichts jetzt so. So habe ich das jetzt zumindest mal interpretiert. Ja, bitte, was brauchst du? Wie? Wo? Hast du eine Tür dabei, Käse, zufällig? Nö, aber das lässt sich ja. Ich habe eine Werkbank dabei. Dann wird es halt zur Not eine schimmelige Holztür, ne? Ja. Ich meine, ne, was soll's. Ich finde es ganz stylisch, was ich hier gebaut habe. Guck mal, Käse, wie elegant. Tim wirklich. Ich finde aber auch die Bricks eigentlich ganz geil. Diese Blue Bricks, die finde ich eigentlich ganz hübsch mit so diesen kleinen Totenschädeln in der Wand und so. Eigentlich ganz hübsch. Eine Tür für den Herrn. Ja. Bitte schön. Bitte, da brauche ich noch einen Block, bitte. Du brauchst noch einen Block. Einen Pips. Danke. Ei, wunderbar. Ganz. Jetzt brauchen wir hier nur noch ein Batsche. Ja. Und wir können keinen Spawn setzen. Warum nicht? Weil es noch nicht wohnlich ist. Oder weil es im Dungeon ist.